Stuttgart! Hallo, Stuttgart! Nana, vielen Dank. Großartig. Sehr gerne. Sehr gerne. Super. Aber jetzt, also nach solchen Top-Acts hier auf die Bühne zu kommen, ist natürlich ziemlich schwierig. Aber du hast verdient. Ja. Okay, dann versuche ich mal dran anzuschließen. Danke an euch alle. Und es ist der Wahnsinn, wie viele Menschen hier sind. Und ich will die Gelegenheit wirklich nutzen, weil wir werden immer mehr. Und Michael Ballweg hat gesagt, wir sind... Das ist zu leise. Michael Ballweg hat gesagt, wir sind... Jawohl, wir sind viele und wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir haben nämlich die Nase voll und wir wollen, dass sich hier was ändert. Lassen wir uns das gefallen? Nein! Genau, das geht noch lauter. Lassen wir uns das gefallen? Nein! Nein, wir lassen uns das nicht gefallen, dass wir erzählt kriegen, dass wir von einem Killer-Virus bedroht werden, der die ganze Menschheit ausrottet. Und die ganze Menschheit besteht offensichtlich nur aus 500.000 Menschen in einem Zeitraum von 7 Monaten in 188 Ländern bei über 7 Milliarden Einwohnern und das Ganze vor dem Hintergrund, dass jeden Tag 100.000 Menschen auf der Welt sterben. Das ist kein Killer-Virus. Wissen Sie eigentlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, oder andersrum, wie viele Menschen in Deutschland in unserer Altersgruppe sind an Covid-19 gestorben? Doch. 12 Stück. Es sind 12 Stück gestorben. Übrigens, 24 Stück sind vom Blitz erschlagen worden. Und das ist kein Witz, das ist eine Tatsache, das nennt man Statistik. Man muss nämlich Zahlen in ein Verhältnis setzen. Und es wird gefordert, eine Maske zu tragen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Zeitraum unglücklich gewählt ist. Nachdem die eigentliche Pandemie längst vorbei ist, sollen wir anfangen, Masken zu tragen. Das Ganze dient dazu, um Angst zu machen. Aber wissen Sie eigentlich, dass wir hier von einem der kleinsten Viren sprechen, der kleiner ist als Feinstaub, sodass er durch eine FFP3-Maske durchpasst? Das heißt, selbst die Masken mit der höchsten Sicherheit haben keinen Schutz vor, richtig, Corona. Und genau diese Informationen sind Informationen, die Sie brauchen. Und mit diesen Informationen können Sie andere Menschen zum Nachdenken bringen. Weil warum ist es so, dass immer noch sehr viele Ärzte, sehr viele Menschen, auch jeder Berufsgruppe an das Fernsehen glauben? Weil wir glauben, dass wir ordentlich recherchierte Daten bekommen. Stattdessen werden Daten aus dem Zusammenhang gerissen und werden uns aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert. Deswegen diese Zahlenbeispiele am Anfang. Wenn Sie morgens wach werden und schauen als erstes in die Google News, danach schlagen Sie die Süddeutsche Zeitung auf und abends schauen Sie noch die Tagesschau, dann glauben Sie, Sie wären richtig informiert. Und ich wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht hier, wenn ich nicht durch meine Praxis und durch mein Personal angefangen hätte, mir selbst diese Zahlen anzuschauen. Und wenn man sich selbst diese Zahlen anschaut, dann fällt einem als erstes auf, dass der Bezug fehlt. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie mit irgendjemandem sprechen, setzen Sie Zahlen in einen nachvollziehbaren Bezug. Diese Zahlen müssen Sie sich merken. 500.000 Menschen in 7 Monaten ist keine tödliche Epidemie.
Aber was ist mit den Bildern aus Amerika? Was ist mit den Bildern aus Brasilien? Was ist mit der Pandemie in Afrika, die außer Kontrolle ist? Donald Trump würde das als Fake News bezeichnen. Und sie haben die Möglichkeit, sich diese Zahlen zu holen. Das Bizarre daran ist, dass sich die ja noch nicht mal Mühe geben zu lügen. Das heißt, die Zahlen, die rausgegeben werden, vertrauen Sie offiziellen Quellen wie dem Robert-Koch-Institut, sind tatsächlich zuverlässig. Nur Sie müssen sie selbst in eine Relation setzen und Sie müssen anderen Menschen diese Relation mitteilen. Und dann können die Menschen umdenken und dann können wir sie erreichen. Weil was ist mit unserer Gesellschaft passiert? Durch unsere Gesellschaft geht ein Graben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Freundeskreis hat sich, um es mal vorsichtig auszudrücken, geringfügig verändert. Und diesen Graben, den müssen wir wieder schließen. Wir müssen diesen Graben schließen, weil wir sind nicht die und der, sondern wir sind eine Menschheitsfamilie. Und das Problem ist, dieser Graben zieht sich durch unsere gesamte Welt, durch fast alle Länder. Und es gibt nur wenige Länder, die bisher diesem Wahnsinn standhalten. Und im Moment geben die Regierungen, die im Moment eine Propaganda und keine Berichterstattung machen, die geben im Moment richtig Gas. Sie geben im Moment richtig Gas, weil sie auch merken, was sind wir? Wir! Sehr richtig, und es werden immer mehr. Und wenn jeder von uns das weiß und für sich auch wirklich umsetzt und versucht, mit ganz einfachen Argumenten zu argumentieren, dann machen wir dasselbe, was Propaganda auch macht. Propaganda nimmt ganz wenige Zahlen und wiederholt sie stoisch immer wieder. Und wir müssen das Ganze von den Bildern lösen, weil die Bilder brennen sich in unseren Kopf ein. Und diese Bilder aus Afrika und aus Brasilien und aus Amerika haben mit der Realität nichts zu tun, denn tatsächlich statistisch steht Afrika besser da als Deutschland, Brasilien besser da als Deutschland und in Amerika ist der starke Anstieg der Zahlen ausschließlich auf die massive Erhöhung von PCR-Tests zurückzuführen. Und ich werde immer wieder gefragt, warum ich das eigentlich mache, warum ich hier stehe. Und was mich am meisten erschreckt, ist, dass immer mir alle gesagt haben, dass sie mich für meinen Mut bewundern und dass sie über meinen Mut sprechen. Und das macht mich betroffen, weil das hat nichts mit Mut zu tun, sondern seit wann braucht man in einer Demokratie Mut, um seine Meinung zu sagen? Das ist doch keine Demokratie. Warum müssen wir für unsere Grundrechte, unsere garantierten Grundrechte kämpfen? Und ich möchte nochmal Danke sagen. Und zwar möchte ich einer ganz tollen Frau Danke sagen, ohne die ich hier nicht stehen würde. Weil ich hatte den Mut zwischendurch verloren. Und ich war so bei Video 14, hatte ich meine ganzen Videos mal runtergelöscht und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, das macht keinen Sinn, ich mag nicht mehr. Und dieser Frau, der ich danken möchte, ist meine Frau und die steht da hinten. Und die ist schuld dran, dass ich hier stehe. Die hat nämlich gesagt, jetzt hast du mit dem Quatsch angefangen, jetzt machst du weiter. Danke, liebe Mechthild, ich liebe dich. Und was mir geholfen hat, als ich total am Ende war, das war mein Glauben. Und ich habe gebetet und ich habe Kraft bekommen. Und ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen.
Und es ist völlig egal, ob unser, wir haben alle einen gemeinsamen Gott, wenn wir gläubig sind. Und die, die nicht in einer Kirche sind oder in einer Glaubensgemeinschaft, die glauben an Energie oder sie glauben an das Universum oder sie glauben an Achtsamkeit. Aber letztlich sind wir eine Menschheitsfamilie und dieser Glauben eint uns. Und was uns auch eint, ist, alle diese Richtungen und auch die gesamte Philosophie, die nicht christlich ist, hat einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist Liebe. Liebe ist das, was uns Menschen auszeichnet. Liebe und Vergebung und Liebe ist einfach das, was wir leben können und es wird uns Kraft geben. Und wenn Sie daran denken, auch an Quantenphysik und ähnliche Sachen, wenn wir alle unsere Gedanken bündeln auf ein Ziel, dann wird dieses Ziel wahr werden. Und da wir viele sind und da wir uns das nicht mehr gefallen lassen, werden wir unsere Gedanken bündeln. Und ich spreche, ich würde gerne mit euch zusammen zu der Energiequelle beten, an die ihr glaubt. Und es ist mir egal, ob ihr euren Gott Allah nennt, Jehova, Jahwe, Gott oder Energie oder was auch immer. Ich möchte mit euch gemeinsam, dass es euch so geht, wie es mir geht, weil es hieß immer, warum ich keine Angst habe. Ich habe keine Angst, weil ich glaube, es liegt nicht in meiner Hand, wie lange ich lebe, weil ich glaube, es liegt nicht in meiner Hand, ob ich mit meiner Mission scheitere oder was ich mache, sondern es gibt eine Macht für mich, in meinem Fall ist es Gott. Und ich möchte mit euch da zusammen darum bitten, bitte schenk uns gemeinsam die Kraft weiterzumachen. Bitte schenk uns gemeinsam die Kraft und die Weisheit, dass wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht auf Rache sinnen, sondern auf Liebe hinarbeiten. Und nimm uns unsere Angst und gib uns Zuversicht, ganz egal aus welcher Religion oder aus welcher Weltanschauung wir aufschauen oder an dich glauben. In meiner Religion sagt man Amen. Und ich danke euch für diesen Moment der Stille. Und damit bin ich auch schon fertig, bis auf eine Kleinigkeit. Ich träume davon, dass in den öffentlich-rechtlichen Medien Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich träume davon, dass der Tagesschausprecher sagt, okay, ich kann meinen Beruf verlieren. Ich habe eine Anweisung und auf diese Anweisung muss ich hinreiten. Und ich glaube, dass es möglich ist, dass es Menschen gibt wie Herrn Lanz, die immer wieder verschiedene Menschen haben zu Wort kommen lassen, die einfach irgendwann sagen, ich komme jetzt einfach nicht zur Show. Ich bleibe einfach zu Hause und ich höre jetzt einfach damit auf. Bitte, liebe Reporter, wenn ihr einen Berufsethos habt und ihr arbeitet im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dann folgt diesem Berufsethos, denkt an eure Kinder, denkt an eure, das Gleiche gilt übrigens auch für andere Berufsstände. Auch ihr habt das Recht, von der Arbeit fernzubleiben und damit ein Signal zu setzen. Und ich fände es toll, wenn in der Tagesschau auf einmal keiner mehr sitzt und sagt, ich mach das nicht mit, ihr könnt das selbst verkünden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke Stuttgart und danke Michael Ballweg. Ein Applaus für Michael.